So Leute, jetzt gibt es 10 Gamer, die beim Cheaten erwischt wurden. Leute, das Video ist von Wissenswert, schaut gerne vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und go. Heute zeigen wir euch 10 Gamer, die live beim Cheaten erwischt und dann völlig bloßgestellt wurden. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Monte auf jeden Fall nicht gecheatet hat. Wir starten mit der Nummer 10 und dem Gamer Johnny K, der beim offiziellen Fortnite World Cup mitspielte und dort tatsächlich die Dreistigkeit besaß zu cheaten. Oder besser gesagt, es zu versuchen. Alter, Junge, wie dreist. Du musst schon übertrieben dreist sein. Wenn du dir überlegst, du bist dabei so einem Major-Turnier. Oh ja, ich mache hier kurz mal meine Hacks. Alter, Junge. Gott sei Dank bin ich heute Morgen noch nicht richtig wach. Ey, das gibt's ja nicht. Es ist ja krass bescheuert. Der mit echtem Namen Jonathan Kosmala heißt, spielte bei der Fortnite-WM in New York mit, bei der es insgesamt um unglaubliche 100 Millionen Dollar Preisgeld ging. Und nachdem er... 100 Millionen? Junge, was geht bei Fortnite ab? Er dort normal starten konnte, wurde der Gamer plötzlich von Fortnites automatischer Anti-Cheat-Software Alter, aus Junge. Dem Spiel geworfen. Schnell kam Maximale heraus, dass es sich hierbei um keinen Fehler handelte. Jonathan hatte nämlich Cheats bei einem Händler gekauft und wollte tatsächlich bei dem Turnier vor Publikum mit diesen Cheats aktiviert Fortnite spielen. Der Händler, der ihm die Cheats verkauft hatte, veröffentlichte anschließend zum Beweis nicht nur Chat-Nachrichten, in denen der Gamer diese bestellte, sondern sogar Ausschnitte aus einem Telefonat, das er mit Jonathan führte. Johnny K. musste übrigens nicht nur die Peinlichkeit ertragen, vor der ganzen Welt als Cheater bloßgestellt zu werden und aus dem Turnier zu fliegen, sondern wurde anschließend auch noch von seinem eigenen E-Sport-Team gefeuert. Aber er ist ja auch nicht mehr tragbar. Du kannst ja niemanden bei dir im Team haben, der cheatet. Weiter geht's mit der Nummer 9 also und einem ähnlich krassen Fall, der sich allerdings bei einem anderen Turnier ereignete. Und zwar geht es um CSGO und den Pro-Gamer Nikhil Kumawat, der unter dem Namen Forsaken beim Clan Optic India spielte, als er gerade mit seinem Team... Ah nee, ist Forsen ist glaube ich ein Twitch-Streamer oder so. ...ihm am Extremes Island Asia Turnier teilnahm, wurde dieses unterbrochen, weil die Veranstalter vermuteten, dass der Gamer einen sogenannten Aimbot benutzte. Als die Schiedsrichter vor den Augen aller Mitspieler und Zuschauer dann Nikhils PC untersuchen wollten, kam es zu peinlichen Szenen. Nikhil fühlte sich nämlich ertappt und wollte die Spuren seines Cheatens noch schnellstmöglich verwischen, indem er zur Tastatur griff, um den Aimbot zu löschen. Hiervon wurde er allerdings von einem Schiedsrichter abgehalten, der seine Arme wegzog und so musste der... Oh Gott, das ist so unangenehm. Oh nein, guck mal, auch wie sein Teammate ihn da einfach anguckt und sagt so, Brudi, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Weil du bist ja als Teammann. Cheater hilflos dabei zusehen, wie sein Betrug aufgedeckt wurde. Auf der Nummer 8 befindet... Ja, aber da habe ich auch einfach echt überhaupt kein Mitleid. Das ist jetzt echt Snoop Dogg. ...sich ein sehr prominenter Gamer, der beim Cheaten erwischt wurde. Genauer gesagt handelt es sich hierbei um den Rapper Snoop Dogg. Als dieser vor 4 Jahren live auf Twitch das Battle Royale-Spiel SOS zockte, fiel seinen Zuschauern schnell auf, dass etwas nicht stimmte. Snoop Dogg schien zunächst zwar ganz normal zu spielen und mit den anderen Spielern und der Welt des Games zu interagieren. Junge, wer cheatet denn bei so einem Spiel? Aber nach und nach schweifte er immer wieder ab und schaute Sachen auf seinem Handy oder begann sogar selbst... Das ist pre-recorded. Er kann sich nicht bewegen, wenn er mit beiden Händen da am Handy daddelt. Also entweder pre-recorded oder irgendjemand anders spielt für ihn. Aber es... Ist das Cheaten im klassischen Sinne? ...gerollte Zigaretten zu rauchen. Kurioserweise lief seine Spielfigur während dieser Phasen aber ganz normal weiter und reagierte auch weiterhin auf Spielesituationen. So wurde den Zuschauern klar, dass Snoop Dogg gerade überhaupt nicht selbst spielte, sondern offensichtlich jemand anderes die ganze Zeit seine Figur steuerte. Am Ende des Streams, nachdem sich viele Zuschauer über diese Art des Cheatens aufgeregt hatten, gab Snoop Dogg schließlich zu, dass er selbst nicht gespielt hatte und fügte hinzu, dass das Spiel lustig aussah, aber bestimmt noch lustiger sei, wenn man es selber spielt. Kommen wir nun... Ich check gar nichts. Warum hat er das denn jetzt gemacht?
wollte einfach nur mit Leuten im Chat labern und so, hatte aber keinen Bock, das Game zu zocken. Ja, ob das jetzt beim Cheaten erwischt zur wurde, Nummer die anderen fand ich krass. Und einer Gamerin, die nicht nur dreist cheatete, sondern sich dabei auch noch... Meine Fresse ist jetzt gerade. Ich hoffe, sie wird gleich ein bisschen größer. Besonders ungeschickt anstellte. Die Rede ist von der Streamerin Miss Q Gemini, die im Jahr 2017... Ich geh mal nach unten, dann könnte sie da so ein bisschen sehen. ...in einem CSGO-Livestream damit anfing, sich darüber aufzuregen, dass sie angeblich immer wieder unschuldig des Cheatens beschuldigt würde. Sie sagte sogar, dass ihr das Cheaten nur unterstellt wird, weil sie als Frau sehr gut spielen würde. Ja, mir wird auch ständig das Cheaten unterstellt, weil ich einfach in den Games, die ich zocke, einfach immer übertrieben krank bin. Ja gut, das kann mir wirklich nicht passieren, dass mir da irgendwas unterstellt wird. Kurz nach Beginn des Spiels konnten dann jedoch all ihre Zuschauer etwas sehen, was der Streamerin zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen sein dürfte. Seltsamerweise wurden ihre Gegner nämlich auch durch die Wände hindurch angezeigt. Und so war es ein leichtes für die Streamerin, immer zu wissen, wo sich ihre Gegner befanden. Das machte das Spiel nicht nur viel einfacher für sie, sondern war auch für die Zuschauer ein klares Zeichen, dass sie ihm einen sogenannten Wallhack aktiviert hatte. Trotz dieses Cheats... Was für ein übertriebener Vorteil das ist, wenn du einfach weißt, yo, der kommt jetzt um die Ecke, du siehst hier, wie viel HP der hat. Und dann sagst du vorm Stream noch, ich hab keine Ahnung, warum mir das immer unterstellt wird. Was ist los, Leute? Chillt mal. Und dann ist es Karma. Lore Miss Q Gemini das Spiel dann sogar noch. Als sie durch einen Blick in ihren Chat erkannte, dass sie aufgeflogen war, versuchte die Streamerin, sich dann zunächst auch noch damit herauszureden, dass es wohl ein Fehler des Spiels war. Ja. Später behauptete sie, eine Freundin sei vorher am PC gewesen und hätte den Cheat eingestellt. Ja, mein Bruder war am Computer und der hat die Nachricht geschrieben. Also ich habe diese Nachricht gar nicht geschrieben, sondern das war mein Bruder, der das abgeschickt hat und dich als sonst was beleidigt hat. Der Klassiker. Als Konsequenz für diese Dreistigkeit wurde letztendlich der Account der Streamerin gebannt. Weiter geht's mit der von Nummer Twitch 6 oder nur und einem dreisten Cheat-Versuch, der nicht nur von einer Einzelperson oder einem Team ausging, sondern an dem gleich zwei Top-E-Sport-Teams beteiligt waren. Mhm. Aber der Reihe nach. Beim populären Spiel League of Legends irgendwie gibt so. Es immer wieder Turniere, bei denen den Gewinnern hohe Geldpreise winken. So sollte es auch schon bei dem MLG Summer Championship im Jahr 2012, also vor 10 Jahren, saftige $40,000 für... Ey, ich liebe das ja, dass E-Sport sich so entwickelt hat, weil... Kinder, ich komme noch aus einer Zeit. Da hat man von sowas geträumt, dass E-Sport so groß wird, dass es überhaupt Geld dafür gibt oder sonst was. Damals gab es zum Beispiel, als ich angefangen habe zu zocken, gab es noch keine Ligen, es gab keinen E-Sports im klassischen Sinne. Das Internet war nicht mal krass genug, um sowas zu ermöglichen. Und jetzt... Bam, das Alter. Team geben, das das Finale gewinnt. Als Gegner standen sich damals die Top-Teams CurseNA und Team Dignitas gegenüber. Oh, Dignitas sagt mir was. Was dann passierte, verwunderte die Zuschauer. Die Teams fällten in diesem wichtigen Spiel nämlich seltsame Entscheidungen und schienen nicht besonders ehrgeizig zu spielen. Später kam dann heraus, dass sie vorher vereinbart hatten, das Preisgeld zu teilen und es ihnen somit völlig egal war, wer gewinnt. Obwohl die Teams sich später für ihr Verhalten entschuldigten, wurden sie disqualifiziert und der Veranstalter verteilte das Preisgeld und die Punkte dann an die dritt- und viertplatzierten Teams. Beim Gamer auf der Nummer 5 fragt man sich... Ist das Cheaten? Im Klasse, sie haben sich halt abgeschossen. Ist das Cheaten? Würdet ihr sagen, das war Cheaten? Das war vielleicht einfach ein bisschen dumm. Weil sie hätten ja auch richtig spielen können und sich das dann teilen. Ich, ob er besonders dreist cheatete oder tatsächlich nur aus Versehen einen Fehler begang. Der technische Direktor des Online-Battle-Royale-Games H1Z1, Joshua Kriegsauer, schien während eines Streams des Spiels... So, ich kann wieder meine Fresse... ich wohne jetzt da unten. ...nämlich wirklich heftige Skills zu beweisen, als er eine ganze Gruppe von Gegnern, die ihn angriff, nach und nach gekonnt erledigte. Eigentlich liegt es auch
nahe, dass ein Entwickler einer Spielefirma besonders gut in einem Game ist, das er selber mitentwickelt hat. In Joshuas Fall lag es allerdings nicht an seinen spielerischen Fähigkeiten, sondern daran, dass er tatsächlich einen Unsichtbarkeits-Cheat aktiviert hatte. Was? Und ihn die anderen Spieler während der gesamten Situation... Ach so, Moment mal, aber er kann das ja, weil er einfach der freaking Chef von dem Game ist. Er hat die Leute einfach ein bisschen genervt, oder was? So gar nicht sehen konnten. Nachdem Joshua im Voice-Chat von vielen aufgebrachten Gamern auf diesen Umstand hingewiesen wurde, entschuldigte er sich und gab an, dass es nur ein Versehen gewesen sei. Ach, und schreibt uns doch bei dieser Gelegenheit mal in die... Ja, also sagen wir es mal so, nicht korrekt, wenn das sozusagen nicht im Chat oder im Stream angekündigt hat, aber ich meine, wenn er sich jetzt einfach sozusagen Spaß erlaubt, weil wer, wenn nicht der freaking Entwickler von diesem Spiel, kann mal sagen, yo Leute, heute ungewertetes Game, wir machen uns heute mal einen Spaß, ich mache mich unsichtbar und baller da mal ein paar Leute weg, um euch das zu zeigen oder so. Dann würde ich sagen, okay, ganz ehrlich, du bist der Entwickler von dem Game, kannst du machen. Jetzt nicht ständig, aber... Wisst ihr, was ich meine? Kommentare, was ihr eigentlich zum Thema Cheaten denkt. Nutzt ihr selber Cheats in irgendwelchen Spielen? Die einzigen, also in Multiplayer-Games habe ich noch nie Cheats benutzt. Finde ich auch mega lame. Außer vielleicht mal den Command, und das habe ich dann als Video gemacht. Kennt ihr noch damals die Reihe Hack Wars, wo man auf dem Revi-Server, wo ich dann irgendwie Game Mode 1 hatte? Das ist das Einzige. Ansonsten war, glaube ich, in Singleplayer-Games habe ich gerne mal bei Sims mir Geld gecheatet. Das habe ich schon gemacht. Junge, Rosebud oder so, wie das hieß. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile einen neuen. Aber das waren die einzigen Sachen. Und wenn ja, warum? Auf der Nummer 4 befindet sich eine Art des Cheatens, die mal gar nichts mit Bots oder sonstigen Tricks innerhalb des Spiels Sims? Zu tun hat. In einem Interview mit einem E-Sports-Moderator gab der Gamer Corey Friesen nämlich zu, dass er und sein komplettes Cloud9-Team während eines E-Sport-Turniers auf einen unfairen Trick zurückgegriffen, um sich so Vorteile verschafft zu haben. Sie hatten nämlich vor dem Turnier ein Medikament eingenommen, das eigentlich ADHS-Patienten dabei hilft, sich zu konzentrieren. Durch den Missbrauch dieses Medikaments steigerte sich natürlich auch die Konzentrationsleistung des Teams. Kurioserweise hatte diese spezielle Art des Cheatens übrigens keine Konsequenzen für Corey und sein Team, weil vor 7 Jahren bei E-Sports-Turnieren noch keine Kontrollen wie bei anderen Sportarten stattfanden. Krass. Als Konsequenz auf dieses Verhalten führte jedoch auch der E-Sport-Verband schließlich Dopingkontrollen ein. So, dass man heutzutage nicht mehr einfach auf diese Art und Weise cheaten kann. Was allerdings heute noch ganz einfach und legal ist, ist wissenswert zu abonnieren. Also drückt auf jeden Fall mal den Abo-Button, falls ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Kommen wir nun zur Nummer 3 und einem Spieler, dem seine Brille zum Verhängnis wurde. Als der ehemalige Counter-Strike-Profi Christopher Anderson... Jetzt bin ich schon wieder im Weg. Warte, dann gehe ich jetzt wieder nach oben. Moin. Vor 3 Jahren, nämlich ein CSGO-Match live auf Twitch streamte, sah eigentlich alles sehr gut für ihn aus. Christopher stand mit einem Scharfschützengewehr auf der Lauer, zielte auf eine Häuserecke und wartete, bis ein Gegner hinter dieser zum Vorschein kommen würde. Der Gamer zielte allerdings nicht auf Verdacht auf diese Ecke, sondern wusste ganz genau, dass sich dort ein Gegner verbarg. Denn seinen Zuschauern fiel im Stream ein kleines, aber sehr entscheidendes Detail auf. In der Spiegelung seiner Brille war nämlich zu erkennen, dass Christopher einen Wallhack aktiviert hatte und somit den Gegner durch die Wand sah. Nachdem ein herangezoomter Clip dieser Situation ins Netz gelangte und der Streamer so entlarvt werden konnte, löschte Twitch sogar seinen Account. Witzigerweise lautete Christophers Gamername zu diesem Zeitpunkt übrigens Faken. Weiter geht's mit der Nummer 2 und dem professionellen Overwatch-Spieler Seido, der 2018 beim Cheaten erwischt wurde. Seido setzte hierbei allerdings keine Cheats, Bots oder irgendwelche Programme ein, sondern spielte einfach nur wirklich sehr gut. Nun fragt ihr euch sicherlich, was gute Gaming-Skills eigentlich mit Cheaten zu tun haben. Ja. Nun, tatsächlich spielte Seido Overwatch nicht mit seinem eigenen Account, sondern kassierte Geld von anderen Gamern, um mit deren Accounts zu spielen und diesem dann ein höheres Skill-Ranking zu verschaffen. Auch wenn
der Profi-Gamer somit streng genommen nicht selbst gecheatet hat, sondern nur anderen Spielern dabei half, wurde er zur Strafe für eine komplette Season vom Spiel ausgeschlossen. Zum Schluss kommen wir zur Nummer 1 und einem Spieler, der nicht cheatete, um zu gewinnen, sondern der tatsächlich absichtlich verlor, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Im Jahr 2013 trat der Profi-Gamer Solo bei einem Turnier an, bei dem sein Team als Favorit galt. Solo spielte dort dann aber absichtlich schlecht und zog seine Mitspieler damit runter. Der Gamer hatte nämlich vorher Geld gegen sein eigenes Team gewettet und er hoffte sich bei einem Einsatz von $100 einen Gewinn von über $300. Nachdem er bei diesem Betrugsversuch erwischt wurde, bekam er das Geld allerdings nicht ausgezahlt und erhielt außerdem einen Bann. Als nächstes haben wir hier nun für euch noch ein ganzes Video. Das waren dirty Sachen waren dabei.